Bremerin, Laura von Porra. Sagenhaft, dann haben wir den alle weggeschnappt. Wahnsinnig. Ja, also, jetzt bist du dran, Laura. Das musstest du lange warten. Ja, aber es war eine tolle Runde bisher. Vielen Dank. Und auch einfach wichtige Themen. Ne? Es ist einfach wichtig, das immer mit vielen Leuten zu teilen. Und sehr, sehr spannend. Das ist das Tolle an der Runde, ne? Dass man wirklich Sachen hört, wo man sonst halt nicht so drin. Du kommst nach Hamburg, ja, als Bremerin. Ja. Wo meldest du dich zuerst? Bei deiner besten Freundin, die in Hamburg lebt, oder bei Steffen Hensler? Bei meiner besten Freundin, auf jeden Fall. Ich bin froh, wenn ich Ruhe von Steffen Hensler habe. Wir haben nämlich Steffen Hensler gesteckt, dass du heute bei uns bist. Oh Gott, oh Gott. Ja, und er hat dir eine Videobotschaft geschickt. Hier ist sie. Hi, Laura. Ah, du bist also in Hamburg. Interessant, hast nicht Bescheid gesagt. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Spaß in der NDR Talkshow und wir sehen uns ja demnächst wieder. Spätestens in Magdeburg. Also viel Spaß und Gruß an die beiden Moderatoren. Danke, danke. Was macht ihr in Magdeburg? Der hat übrigens auch für die stille Auktion eine sehr schöne Kochjacke gespendet, die man da ersteigern kann. Gut. Also. Steffen engagiert sich auch sehr, sehr stark für Dunkelziffer, ist eigentlich immer mit seinem Hauptspendenziel. Wir kochen ja auch sehr, sehr viel Geld bei Grill den Hensler, die Show, die wir zusammen machen. Und wir haben das jetzt mal ausgerechnet, weil wir gerade letzte Woche unsere 100. Folge hatten. Ich bin erst kurz mit dabei, aber Steffen hat die 100 voll gemacht. Und er hat in der Zeit über 1 Million Euro für den guten Zweck erkocht. Also das ist echt toll. Ja. Toll. Und in Magdeburg haben wir unser großes Sommer-Special. Und da gibt es wohl eine ganz, ganz tolle Bühne. Normalerweise ist Grill den Hensler jeden Sommer da. Mhm. Im vergangenen Jahr, als ich die Show übernommen habe, ist es leider ausgefallen. Ich drücke die Daumen, dass wir im Sommer hin können und vielleicht schon ein bisschen Publikum haben. Jetzt machst du Grill den Hensler. Er ist ja, er hat ja einen barocken Charme, ne? Kommst du aber als Norddeutsche gut mit klar, oder? Ja, wir haben guten Schnack zusammen. Die besseren Typen kommen natürlich aus Bremen, das ist klar, oder? aber wir haben ganz guten Schnack zusammen und ich glaube, er braucht auch eine starke Frau an seiner Seite. So, und das bist du ja, aber du kannst nicht kochen. Ich kann nicht kochen. Es ist wirklich verrückt. Wer mir eine Kochshow gegeben hat, ja, also der muss auch ordentlich Aperol Spritz vorher gehabt haben. Ja. total witzig. Ich habe das so in meinem Vorstellungsgespräch, was ich hatte, glaube ich, ganz gut erklärt und habe gesagt, ich kann dann ja für den Zuschauer ganz, ganz viel nachfragen, weil ich habe selber keine Ahnung. Und das mache ich jetzt auch viel, wobei ich sagen muss, im ersten Lockdown habe ich ein bisschen angefangen, dann auch so ein bisschen durch die Show. Ich habe jetzt echt ein bisschen Lust, schmeckt, glaube ich, noch so lala. Also, was könntest du denn so? Ich koche, ich lebe seit 2 Jahren mit einem Veganer zusammen. Also nicht, dass ich erst seit 2 Jahren mit ihm zusammenlebe, sondern er ist seit 2 Jahren vegan, mein Ehemann. Und demnach kochen wir viel halt Gemüse, Curry, jetzt im Moment Spargel. Also die vegane Küche hat Einzug erhalten bei uns. Man muss jetzt sagen, nicht irgendein Mann, Simon Zollert, Fußballer, wahrscheinlich nächstes Jahr in der ersten Liga, steigt auf mit Bochum. Steigt Werder ab? Ich weiß es nicht. Hauptsache, die treffen sich nicht in der Relegation. Das wäre nicht so gut. Rechnerisch, nee, läuft nicht mehr. Ich weiß nicht, bist du Fußball interessiert? Ich sage immer Sympath. Sympath. Ich sympathisiere, weil dann muss ich nicht traurig sein, wenn es dann doch so passiert. Ja, ich sympathisiere auch sehr mit Werder Bremen. Ich bin nun mal in diese Fußball-Werder-Familie hineingeboren und man kann dann seinen Verein auch nicht mehr ändern. Das heißt, mein Herz, mein Leid hängt an Werder Bremen. Ich drücke natürlich ganz doll die Daumen, aber am Ende gilt auch immer, möge der Bessere gewinnen. Und wenn sie es nicht verdienen am Ende, dann droht vielleicht auch der Gang in die zweite Liga. Es tut auch immer wieder gut, noch mal hungrig zu werden, denke ich. Ja. Ne? Ja. Dann gibt es auch wieder, Spiele gegen den HSV. Hamburg nicht aufsteigt oder Bremen absteigt? Ja, es ist so ein bisschen, natürlich hat man nach wie vor als Bremen-Fan die Rivalität mit dem HSV. Ich muss aber sagen, dass ich als Werderaner durch und durch das Nordderby inzwischen sehr, sehr vermisse. Und ich hätte es im nächsten Jahr vielleicht dann lieber in der Bundesliga als Werder-Fan als in der zweiten Liga. Und man muss aber ja jetzt sagen, also dass der HSV in der zweiten bleibt, ist klar. Heute hat er, Pauli hat gewonnen, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen heute. HSV spielt am Montag gegen Nürnberg. Die haben gegen Kiel gespielt, ne, St. Pauli? Kiel hat 4:0 gewonnen. 4:0 gewonnen? Ach so. Ja. Kiel hat 4:0 gewonnen, das heißt, der HSV hat gar keine. Du hast alle Ergebnisse schon natürlich. Hallo, natürlich. Siehst du? Ganz viel. Dein Mann ist jetzt vegan. Du nicht? Oder?
Ich achte sehr darauf oder bin viel, viel bewusster seitdem. Ich bin jetzt nicht so ganz, dass man alles so exzessiv machen sollte. Ja. Also ich bin einfach sehr darauf bedacht, dann zu wissen, woher es kommt, wo ich was esse. Esse auch sehr, sehr wenig Fisch inzwischen. Wenn ich aber weiß, es ist irgendwie fangfrisch und artgerecht und alles gut, dann fühle ich mich auch gut damit, aber viel, viel bewusster als früher, ja. Jetzt haben wir die TV-Tipps zum Wochenende, ganz wichtig. Also am 20.15 Uhr am Sonntag Tatort und hinterher in der Mediathek Grill den Hensler. Denn da gibt es ein Special bei euch, ne? Ja, also im Moment ist der Sonntag wirklich pickepacke voll. Ich laufe nicht nur mit Grill den Hensler Sonntag, sondern auch mit Ninja Warrior bei RTL. Nein. Ja, ich hoffe sehr, dass der Zuschauer nicht voll genervt ist von Frau von Torra im deutschen Farbfernsehen am Sonntagabend. Und dann läuft man natürlich immer gegen den Tatort. Das ist auch wirklich nicht leicht am Sonntagabend. Aber diesen Sonntag lohnt es sich wirklich. Wir haben sowohl bei Ninja Warrior das Finale als auch bei Grill den Hensler ein Muttertags-Special. Und da gibt es zum ersten Mal Was macht ihr? Kochcoach, sondern die Promis kommen mit ihren Muttis. Nein, wer ist dabei? Da ist Sarah Lombardi mit dabei, mit ihrer Mutter. Dann ist Natascha Ochsenknecht mit ihrer Mutter mit dabei. Und wenn Sie jetzt zu Hause denken, Natascha Ochsenknecht ist wild, warten Sie auf die Mutter. Also da ist einiges geboten. Und da muss ich darauf hinweisen, weil wir haben einen Ausschnitt. Ja. Natascha Ochsenknecht, im Hintergrund sieht man die Mutter. Passen Sie gut auf, aber dann am Ende auch gut aufpassen, weil Natascha ist so gut erzogen, das muss man auch mal sagen. Ja? Sehr gerne, wir gucken Schaut mal rein. Es ist Muttertag! Liebe Grüße an alle Mamis zu Hause. Und liebe Grüße natürlich auch an meine Mami, die guckt jede Woche. Das ist für dich. Die Zutaten kennen unsere Promis, Steffen Hensler wie immer nicht. Es gibt 9 Minuten Zeit und wir starten mit Vanilleeis. Die zweite Zutat ist Kabeljau und Currypaste. Kids grillt den Hensler. Let's go! Okay. Ei und Öl. Natascha, du sollst das zuletzt dran tun. Hier. Ja, Mama. Ihr alle habt heute euer Lieblingsgericht mitgebracht zum Muttertag-Special. Also darauf freuen wir uns natürlich. Das ist sehr, sehr besonders, dass ihr das heute alle mit uns teilt. Vielen lieben Dank. Gerne. Gerne. Das war süß. Gerne. Haben wir gern gemacht. Ja, und also Nataschas Mutter hat uns auch verraten, sie ist ein totaler Disco-Feger und würde am liebsten immer noch in jeder Disco rumtanzen. Und jetzt Corona-bedingt geht das ja alles nicht, aber danach ist sie auch direkt wieder am Start und so. Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, es ist eine wilde Sendung, aber ich glaube auch sehr, sehr charmant zum Anschauen. Wann hast du denn das letzte Mal mit deiner Mutter gekocht? Gekocht ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ah, wobei, stimmt nicht. Ich habe zu meinem Geburtstag, ich hatte im Februar Geburtstag, war natürlich ein Corona-Geburtstag, hatte ich nur meine Mutter da und wir konnten ja nicht essen gehen. Das heißt, ich musste gezwungenermaßen kochen und dann habe ich gekocht. Sag mal, aber Muttertag ist ja auch so ein Thema. Das spaltet ja auch die Gemüter. Ne? Also die einen halten gar nichts davon und die anderen finden es ganz wichtig. Darf ich mal Nähkästchen plaudern? Ganz kurz mal, bevor du jetzt die Frage stellst. Du hältst gar nichts davon. Wir saßen in der Sitzung, waren alle begeistert. Muttertag, wie schön ist das? Und du sagst, was wollen wir mit Muttertag? Muttertag interessiert gar keinen. Ja, ich habe gesagt, ich finde das blöd. Ich finde, also jeder Tag ist Muttertag. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute mit meiner Tochter telefoniert und habe gesagt, ja, Sonntag ist ja Muttertag, ich bin ja nicht da. Sagte, du Mama, dafür, dass dir der Muttertag so egal ist, hast du den schon verdammt oft erwähnt. Ich rufe ja an, hat sie gesagt. Wie ist das bei dir, Francine? Ist deiner Mutter das wichtig, dass du Muttertag so ein bisschen zelebrierst? Ja, weil sie braucht dringend dann wieder ein Margritenbäumchen. Sie heißt Margrit und die kriegt immer von uns ein Margritenbäumchen und das geht jedes Jahr immer ein. Das kriegt sie nie über den Winter. Und das ist dann ihre Chance, dass sie das ersetzen kann. Aber sonst, nein, wir lieben unsere Mutter über alles, aber auch unseren Vater, weil wir haben echt totales Glück gehabt mit meinen Eltern. Wir drei. Und von daher ist es für uns selbstverständlich, sie immer irgendwie ihnen das zu zeigen, dass wir sie einfach lieben und dass wir es großartig finden, dass wir ihre Kinder sein dürfen. Das finde ich ganz wichtig. Nicht nur am Muttertag, aber dann natürlich auch noch. Wir lieben Muttertag sehr. Weil Muttertag ist in allen Ländern an einem anderen Sonntag. Ja. Also im Restaurant, der erste Sonntag mit Müttern ist der belgische. Ich glaube, die Belgier feiern und dann die Deutschen. Weil wir sind erst in 3 Wochen dran. Und das ist so, weil die Mütter ja in allen Herren Ländern Kinder haben, dürfen die dann öfters feiern. Und am besten bei uns. Am besten. Haus immer voll. Haus immer voll. Was machst du zum Muttertag?
Ich bin am Sonntag unterwegs und zwar zu Hause. Und nein, ich sehe meine Mutter nicht. Meine Mutter lebt auch mit ihrem Schwiegervater zusammen, der fast an die 100 ist. Und da sind sie natürlich alle auch noch sehr, sehr vorsichtig und bedacht. Und das wollen wir natürlich einhalten. Deswegen bin ich einfach nur zu Hause am Muttertag. Aber ich habe schon die Blumen bestellt. Und sie sind leider schon angekommen. Deswegen kann ich es hier schon erzählen. Kannst ja noch eine Karte schreiben. Denkfehler rein. So. Man muss mal immer, wenn man von dir spricht, dann fällt natürlich immer sofort dein Vater, Jörg von Torra. Aber über deine Mutter reden die wenigsten. Wobei Ariane, wer sie kennt, ich durfte sie auch vor Jahren denn mal kennenlernen, ist ja auch eigentlich Journalistin, Sportjournalistin. Was hat sie gemacht? Ja, meine Mama, da sieht man sie, mit Papa noch zusammen. Meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich so 11, 12 war, aber haben ein super freundschaftliches Verhältnis. Also da haben wir wirklich patchworkmäßig total Glück gehabt. Meine Mutter war zunächst einmal dreimal Weltmeisterin in lateinamerikanischen Tänzen mit der TSG Bremerhaven. Ich muss sagen, Bremerhaven, Tanzsport Hofburg. Im Formationstanz. Wow. Und hat aber Mathe und Physik noch auf Lehramt studiert. Wollte aber schon, weil sie durchs Tanzen so ein bisschen Radio Bremen, NDR und sowas kannte, ein bisschen in die Fernsehwelt reinschnuppern. Und hat dann ein Praktikum bei Radio Bremen in der Sportredaktion gemacht. Und da war kein geringerer als Jörg von Torra Chefredakteur. Und dann hat sie da ihr Praktikum gemacht. Und dann entstand RTL in Luxemburg und dann ist sie dahin mit einer Kaffeemaschine und ihrer alten Ente und war die erste Sportredaktion von RTL. Und dann ist sie nach einem Jahr zurück nach Deutschland, nach Hamburg zum Sat.1 Frühstücksfernsehen, hat aber auch Flushing Meadows, Le Mans, 24-Stunden-Rennen gemacht. Also war auch tüchtig als Sportreporterin und hat dann mit meiner Geburt aufgehört, hat sich dafür entschieden, dass es nur einen Fernsehgaukler in der Familie gibt, zunächst einmal. Sie wusste nicht, dass ich noch folgen werde. Und hat diesen Job aber auch mit sehr viel Begeisterung gemacht. Wie weit ist sie auch Vorbild für dich? Weil alle sagen immer, ja klar, bei dem Vater und so, wie weit ist sie denn Vorbild für dich gewesen? Ein tolles Vorbild, weil ich es eben auch sehr, sehr mutig finde, dass sie sich damals entschieden hat, irgendwie erstmal dann ihre Karriere hinten anzustellen. Ich weiß, dass mir das heutzutage als moderne junge Frau sehr, sehr schwer fallen würde. Und auch das muss man respektieren. Und da muss jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Und auch das finde ich sehr, sehr mutig. Und sie hat da wirklich für mich und meinen Bruder dann auch nach der Trennung, wo man dann ja nur bei einem Elternteil ist, wirklich alles für uns gemacht und sich immer hinten angestellt. Und gerade in dieser heutigen Zeit, in der alle ja auch sehr ich-bezogen sind, habe ich da den größten Respekt vor meiner Mutter. Warst du mehr Papa- oder Mama-Kind? Ich komme sehr nach meinem Vater zum Üben. Das heißt, du kannst nicht tanzen wie deine Mutter? Ich kann gar nicht tanzen, das war so schrecklich. Ich weiß es nämlich von deinem Vater, der kann überhaupt nicht. Er kann auch gar nicht tanzen, das war so schrecklich für meine Mutter, als dann Tanzkurs anstand in Bremen. Bei mir auf der Schule haben das alle gemacht. Dann gibt es in Bremen eine sehr bekannte Schaffermahlzeit. Das ist so das Top-Event in Bremen. Und dann, wie so Dübetantinnenball ein bisschen, kann man das vergleichen. Kommen dann auch irgendwie die Kinder und tanzen da was vor. Und es gibt immer 20 Paare und in dem Jahr waren wir 21 Paare, weil irgendwer noch sein Kind mit reingeschleust hat. Das heißt, ein Paar wurde aussortiert, das nicht mit tanzen durfte, den Wiener Walzer. Und das war ich. Und das war für meine Mutter war das wirklich so schlimm, dass ich das einfach nicht verinnerlichen konnte und so tollpatschig bin irgendwie. Ja, aber mein Bruder hat wieder alles rausgeholt. Der ist wirklich der Schlawiner der Familie. Ja. Sag mal, also jetzt, man muss ja eins sagen, Bochum steigt jetzt auf, das haben wir jetzt festgestellt. Ach. Bremen steigt hoffentlich nicht ab. So, es ist erst, ich zahle auch gern 3 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Okay, die 3 Euro nehme ich, weil da gehört es rein. So. Also ich bin kritisiert dein Papa dich eigentlich viel, wenn du was machst, oder ist er... Ja, schon streng, wobei ich mag das eigentlich sehr gern, weil ich natürlich mit ihm einen herrlich ehrlichen Kritiker habe. Er will nur das Beste für mich und deswegen darf er auch bei mir. Und das ist er auch. Er ist ein super Kritiker, weil meine Schwester hat bei ihm ja volontiert bei Radio Bremen. Deshalb weiß ich, was für ein Schleifer er sein kann, aber ein super Mensch. Grüß deine Eltern ganz lieb. Wir gucken am Sonntag Tatort. Natürlich. Grill den Hensler und Ninja Warrior. Also wir haben ja so viel vor. Großartig. Laura, vielen Dank. Vielen Dank an die Runde auf jeden Fall, an die ganzen Gäste. Hat uns viel Spaß gemacht. Wir hoffen Ihnen natürlich.